Herzlich willkommen auf Pompomblog und heute gibt es wieder ein neues Video. Und zwar, nun ist das erste DLC rausgekommen für Black Ops 3 und das ist ein Grund für mich, ein Video zu machen. Und das ist ein Video, das ich schon sehr lange machen wollte, und zwar über DLCs. Für die Leute, die jetzt nicht wissen, was ein DLC ist einfach eine kostenpflichtige Erweiterung für ein Spiel und die fügt dann einfach bestimmte Inhalte hinzu. Und in diesem Video möchte ich einfach sagen, was mich an diesen DLCs mittlerweile eigentlich ankotzt. Und ich bin mir sicher, da gibt es Leute da draußen, die eine ganz andere Meinung haben als ich. Und ihr könnt eure Meinung gerne in die Kommentare schreiben, aber ich möchte in diesem Video einfach mal meine Meinung über das alles sagen. Und was mich an diesen DLCs mittlerweile so krass stört, ist, dass es eigentlich nur noch Abzocke ist. Ich habe hier ein Bild, das beschreibt genau das, was ich eigentlich sagen möchte. Man sieht hier 1999, das ist schon eine Zeit lang her, man kann das so sagen. Früher hat man ein Spiel bekommen und wenn man sich ein DLC zum Beispiel gekauft hat, dann hat man eigentlich ein komplett neues Spiel dafür bekommen. Das war dann was komplett anderes. So, dann ist die Zeit weiter vorangeschritten, dann war es mittlerweile schon so, dass man eigentlich dann, naja, sozusagen einen Zusatz zu dem Spiel, das man schon hatte, bekommt. Das ist jetzt eigentlich noch was, wo ich sage, das ist in Ordnung. Aber jetzt, mittlerweile ist es so, man kauft sich kein ganzes Spiel mehr. Du kaufst dir heute so, man kann schon sagen, die Hälfte. Du kaufst dir die Hälfte eines Spiels, um dann ein paar Wochen, Monate später dir den Rest davon zu kaufen. Als Beispiel habe ich jetzt einfach mal den Season Pass genommen von Black Ops 3. Und das ist einfach aus dem Grund, weil der Season Pass die größte Abzocke ist, die ich je gesehen habe. Ihr müsst euch jetzt mal Black Ops 3 anschauen. Ihr kauft ein Spiel, ihr habt eine Zombie-Map. Dann haben wir noch viele andere Multiplayer-Maps, wo ich aber, da sagen bestimmt welche, ja komm, das sind doch voll viele Maps. Ja, okay, das sind viele Maps, aber die meisten von den Maps finde ich jetzt irgendwie scheiße. Da gibt es vielleicht 4 Maps, die ich gern spiele und die anderen finde ich eigentlich kacke. Und dann kommt dieser Season Pass raus und dann schaut man sich die Maps aus dem Season Pass an und die sind auf einmal alle geil. Das heißt, sie hauen absichtlich in das Originalspiel, das man sich kauft, die beschissenen Maps rein, dass die Leute sich dann denken, oh geil, da gibt es jetzt geile Maps im DLC, dann hole ich mir das. So, dann gibt es noch extra Zombie-Maps, weil die Zombie-Maps konnte ja man nicht ins Originalspiel reinpacken, sonst hätten die Leute sich das ja nicht mehr gekauft. So, das ist jetzt so, für die Zombie-Leute, die müssen sich auch die Multiplayer-Maps kaufen. Der Season Pass kostet 50 Euro. Okay, ihr habt schon 60 Euro für das normale Spiel bezahlt. Jetzt sollt ihr nochmal 50 Euro für Inhalte bezahlen, die in einem kompletten Spiel eigentlich vorhanden sein müssten. Ihr zahlt nochmal drauf. Ihr zahlt so scheiß viel Geld für Maps, die eigentlich in einem Spiel für 60 Euro, das ist ein 60 Euro Spiel, da müssen doch mehr als eine Zombie-Map drin sein. Das ist einfach die größte Abzocke. Und wenn ich mir Black Ops 2 anschaue, dass man in Black Ops 2 einfach mal diese scheiß Tarnungen kaufen kann. Okay, man kann sich Tarnungen kaufen für Waffen für 2 Euro. Ich will nicht wissen, was mich da in Black Ops 3 noch erwartet. Und jetzt muss ich euch das nochmal sagen. Ihr zahlt für diese paar Maps, die eigentlich drin sein müssten im Spiel, zahlt ihr 12,50 Euro. Und dieser Season Pass, das ist die größte Abzocke, die es gibt. Deswegen ist dieses ganze Format mit den DLCs eigentlich richtig schlimm. Weil solange Leute sich die DLCs noch kaufen, verdienen die Spielehersteller daran sehr, sehr viel Geld. Und dann wird es das für immer geben und es wird irgendwann immer schlimmer werden. Dann bekommt ihr nämlich nur noch irgendwie für 60 Euro ein Viertel von dem Spiel und dann wird es noch schlimmer. Dann zahlt ihr vielleicht für ein Spiel, keine Ahnung, 200 Euro. Und genauso ist es auch mit Battlefield gewesen, dass man sich diese ganzen DLCs am Anfang alle kaufen musste. Ihr musstet, damit ihr das Spiel überhaupt komplett ausnutzen konntet, irgendwie, ich weiß gar nicht, 100 Euro zahlen? Ist es nicht ein bisschen viel für ein Spiel? 100 Euro? Aber Leute, keine Sorge, ich kann euch beruhigen. Es gibt wenigstens auf dieser Welt noch einen Spielehersteller, der diese riesige Abzocke nicht gemacht hat. Und das ist einfach GTA 5. Schaut euch die jetzt mal an. Die haben noch nie für ein DLC Geld verlangt in GTA 5. Ihr habt diese ganzen Updates mit den Autos, mit den neuen Missionen, mit den Yachten, mit den Klamotten, mit den was weiß ich. Es gibt so viel Zeug, was die euch alle gratis geben. Und dann kommen immer neue Helikopter und alles dazu. Das geben die euch alles gratis. Wenn das jetzt ein Spiel wäre wie von EA, ihr müsstet dafür Geld zahlen. Und das gibt euch GTA gratis. So muss es sein. Ihr kauft euch ein Spiel für 60 Euro, dann habt ihr ein Hammer-Spiel und dann kommt jeden Monat ein neues Update. Die hauen immer Updates raus, die hauen neue Waffen sogar rein.
Ihr müsst dafür Geld zahlen normalerweise. Aber nein, GTA macht es nicht. GTA zockt euch nicht ab. Die machen gescheite Spiele, gescheite DLCs, die aber nicht kostenpflichtig sind. Das sind einfach Updates. Und so heißt es auch eigentlich. Das heißt nicht DLCs, sondern Updates. Weil DLCs ist einfach nur Geldmache. Das hat nichts mehr mit Spielspaß zu tun. So, das war nun meine Meinung zu DLCs. Teilt das Video auf Facebook oder so. Dann könnt ihr eure Freunde auch schreiben, was sie davon halten. Schreibt, was ihr haltet in die Kommentare. Und lasst dann jeweils einen Daumen nach oben oder einen Daumen nach unten da, damit ich eure Meinung weiß. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.